So, dann haben wir Aufnahme und guten Morgen kommen alle. Ich habe eine 22% verworfene Frames-Kanone. So, was ist denn hier 8? Was? Der Tradition Mon. Ach, ohne Kopf. Jana, ist egal, ich spiele jetzt erstmal Multiplayer, ich kann dann nicht. Spiel bis später. Neue Regierungsform gar nichts? Ja, du musst dann neu auswählen. Ist halt ein bisschen bescheuert. Was meinst du mit neu auswählen? Weil da alte weg sind. Nö. Ich kann da gar nichts auswählen. Bürokratie. Nö, ich muss wohl alles so lassen, wie es ist. Ich mach kurz einen Anruf, ich bin mal ganz kurz raus, ich melde mich gleich nochmal. Ich bleib aber im Spiel. Okay. Wir machen ja sowieso noch ein bisschen was Seltsames. Ja, ich muss genau erstmal umschauen. Oh Gott, Bürokratie, was ist das? Ich könnte neu auswählen, glaube ich. Aber ich kann es nicht. Mhm. So, drohende Katastrophen. Ah ja, richtig. Beraterkosten. Oh, ja, Wohlstand, nationales Wachstum plus 0,5. Ist das für die Provinzen gemeint? Ja. Das automatische Wachstum. Stabilität. Oh Gott, da muss man sich erstmal notieren. Ich habe ja doch alles hier. Ja, wenn ihr mich dann nicht braucht, wünsche ich euch noch eine erfolgreiche Herrschaft. Danke. Tschüss. Gute Abschüsse. Ja, vielleicht bin ich dann bei der nächsten U4-Runde konstant dabei. Okay, ich kann meine diplomatische Reputation verbessern. Ciao. Ciao. Das ist jetzt nicht so schlimm, dann Generalstand. Was haben die jetzt bei den Ständen? Wieso schaut das auch noch so auf? Oder gab es jetzt bei den Ständen auch große Änderungen? Ja, und du kannst jetzt 6 Sachen reinhauen statt 4 bei den Ständen. Ja, und das hier ist gerade ein bisschen verbuggt. Man kann leider einige Sachen nicht mehr ändern. Schade. Ach du meine Güte. Ja, geil. Da gibt es gerade ein paar Bugs noch, aber ist ja auch nicht so schlimm. Hatte ich nicht 3 Stacks beim letzten Mal? Also da wohl eigentlich nichts geändert dran. Ja, manche Sachen sind ein bisschen hin und her geschoben von der Anzeige. Nee, ich hab insgesamt nur noch. Stückenhorn ist schon mal die letzten Mission. Die Regierungsreform. Aber hatte ich nicht 3 Stacks beim letzten Mal? So, ich garantiere jetzt mal die Unabhängigkeit. Ja, schön, ich glaube, ich habe Truppen irgendwie verschoben. Ich bin mir nicht sicher, aber ich bin der Meinung, ich hätte 3 Stacks gehabt, nicht 2, aber okay. Hallo? Das Spiel. Oh, die Beziehung. Nee, doch nicht, das ist nur Anzeigefehler. Ich glaube, ich warte, bis ich ein ganz schönes Stück weiter bin in meinen Regierungsreformen, bevor ich da was ändern möchte. Alter Schwede, jetzt wird's kompliziert, was du immer wählen sollst. Ja, auch so weißt, Letastest Moa ist jetzt von 6 auf 9 gerutscht. Ich brauche aber irgendwie die 250 Regierungslevel. Und wenn man jetzt über 50% Kontrolle des Landes ist, da ist man jetzt auch bei, hat man jetzt auch mehr Reformfortschritt. Bis zu 100%, was heute ist, kann bis zu über 2 pro Monat steigen. Okay. Ja. Und seid ihr bereit, oder? Noch nicht ganz. Nee. Prinzipiell nicht. Nee. Keine Ahnung, ja. Also ich werde gleich untergehen gegen die Rebellen, aber okay. Echte den Tempel ausschweifen. Ist natürlich super, das weiß ich gar nicht. Kann ich umwechseln? Ja, ah, kostet 50, doch, ich kann umwechseln, wenn ich will. Hol ja das ganze Geld hier auf einmal. Gerade bei Bürokratie wird es Qual der Wahl für mich, was man nehmen soll. Ich kann da nichts Neues wählen. Also sagen wir so, ich bin jetzt zwischen der zentralisierten monastischen, wo ich wählen könnte, und dem erweiterten Königshof. Ja, der erweiterte Königshof ist richtig toll. Ja, mehr Regierungswachstum ist erstmal sehr neid. Kann man schon einfach durchkommen. Kann man später nochmal wieder ändern. Werde ich auch später, momentan ist es sehr gut.
Aber ja, alles, was danach kommt, muss ich erstmal warten, weil die quasi alle eins verrutscht sind. So, das bringt das. Ach ja, und wenn man protestantisch ist, hat man jetzt auch ein paar neue Möglichkeiten an Sachen. Okay. Ja, ich schaue es mir nachher nach. Das muss ich erstmal gleich kriegen können. Immer diese Kriegstreiber, schlimm. Das wird gleich der schwerste. Na, der erste Krieg pro Nitter und auch gleich direkt der schwerste. Okay. Ich bin eh noch beschäftigt mit dem Osmanen. Ja, der wird ja so schnell nicht abhanden kommen. Ja. Wobei der Osmane auch ein bisschen tot ist. Findest du? Ich hab gehört, das muss so. Er hat ein Comeback. Stimmt, die Ideen. Was hat sich jetzt da geändert? Der erobert jetzt Zagrad zurück und dann geht's los. Wird hier aufgeräumt. Ey, Karamba. 7 plus 25. So, für Name, Zagrad. Kian, du brauchst definitiv Kiew. Ja. Und zur Not kannst du ja Landbrück nach Kiew bauen, dass du die Stadt wenigstens hast. Erstmal muss ich Polen allgemein schwächen, dass die nachfolgenden Kriege leichter werden. So weit kommen wir doch nie bis nach Kiew. Das schafft der Russe. Ja, schon. Kann ich laufen lassen, oder? Ja, du kannst laufen lassen. Ja, ich würde vorsichtig sagen, ja. So weit kommt der Russe doch nie. So, dann kann ich erstmal mal meine Ach, Schmieden jetzt bekomme ich das! Warte mal kurz. Nee. Ich habe das jetzt bekommen, dass ich neue Regierungsreformen erlassen kann, nachdem du es angefangen hast, laufen zu lassen. Sehr gut. Ja gut, manchmal braucht es Spiel einen Moment. Ja, gucken wir mal kurz. Was habe ich denn da überhaupt? Das klingt doch schon mal nicht komplett scheiße. Ich habe nur eins zum Glück, das sollte nicht allzu lang dauern. Das ist auch kein billiger Krieg. Das Spiel behauptet, ich hätte noch gut Platz im Regierungslimit. Ich warte mal lieber ab, bis der Monat durchgelaufen ist. Weil je nachdem kann ich vielleicht doch schon vorher was an den Regierungsreformen machen. Nein. Weil du gelernt hast, das morgen konnte ich nicht abwählen, wieso auch immer. Ja gut, das kommt ja erst viel weiter hinten. Ja, aber ich kann das nicht zu dem eigentlichen wechseln, was in dem Punkt sein sollte. Okay, den Generalständen? Nö, was... Oh. Ja, ich wollte es zu den Generalständen wechseln, aber nö. Spiel sagt nein. Okay. Bisschen komisch. Osman ist kein gültiger Rivale mehr für mich. Tragisch, Schicksal. Ja. Schön, merkt ihr im November in 2 Jahren. Okay. So. Ich könnte schwören, ich hätte noch einen dritten Stack drucken gehabt. Wird er dir rechts nicht angezeigt bei den Armeen? Nee, ich sehe auch keinen, aber ich hätte schwören können, ich hätte 3 gehabt. Hat jemand im Chat aufgepasst? Nee, die wissen das auch nicht. Da dachte ich wie der Villager aus Minecraft. Was denn? Was du für einen Ton von dir gegeben hast. Okay, meine ist jetzt von minus 20 Beziehungen auf plus 192, okay. Ach, die konnten sich einfach nicht entscheiden, was sie wollen. Egal, hol ich mir einfach mal wieder 1000 von denen. Das ist ganz normal. Das ist alles völlig normal. Oh, Konquistator, Kaspar, dein Name. Oh, ja. Die Bugs. Oh, die Katastrophe ist weg, sehr gut. Ich meine, die spanische Bezeichnung dafür. Die Briten sind mit den Irokesen verbündet. Die Menschen sind so akkurat. Lol. Oh, nicht schon wieder die. Die sind komische so Sachen. Na gut, ich meine, wer kennt's nicht, ne? Großbritannien und die Irokesen, die waren doch schon immer Best Buddies. Die waren so wirklich verbündet, also. Ich weiß noch, in der letzten Runde, wo wir gespielt haben, gingen die Irokesen komplett ab. Echt? Ja, ja. Okay. Die sind richtig groß geworden, das war
Also die Irokesen sind Nordostamerika quasi. Läuft bei denen. Wo nehme ich jetzt 500 Gold auf die Schnelle hin? Ah nein, nicht so viele Truppen da. Keine anderen Rivalenmöglichkeiten mehr übrig gehabt, schätze ich. Ja, ja, ja. Wenn du ein bisschen Land schlimm. Verkaufst, dann wird das wieder. Wenn du das Land verkaufst. Dann wirst du kleiner und kriegst wieder. Wie bauen sie Rivalen? Verkaufen sie ihr Land. Ich glaube, wenn wir Polen aufteilen, ist das nicht historisch korrekt. Nicht so. Keine Aufteilung, das ist Eingliederung. Viel Spaß mit der aggressiven Expansion. Hey, ich weiß, ich bin nicht mehr als Rivale. Ah, technologisch wird ein bisschen aufgeholt. Juhu. Glückwunsch. Jetzt bin ich fast schon wieder auf akzeptablem Niveau. Schweden hat die erste Weltumsegelung. Okay. Was? Das ist jetzt irgendwie unerwartet, aber okay. Ja, minimal unerwartet. Hätte ich längst machen können, aber ich wollte nicht. Ja, natürlich. Okay. Wieso? 100 Prestige kriegen ist doch geil. Ja, ich dachte, das ist schon vielleicht absaufen, wollte es nicht riskieren. Gegen was kämpften? Ach so. Das ist ein ziemlich harmloser Krieg, wo Polen mit haben. Da muss ich jetzt das hier machen. Ich hoffe, ich sagt das Spiel. Tut mir leid, aber ich habe halt keine diplomatischen Punkte sonst mehr. Diese Ausreden, naja. Wie viele benutzt du momentan wieder? 6 für Annektierung pro Monat. Ja, könnte ein bisschen teuer sein, ne? Ach was. So, Anspruch. Ich könnte mal Polen. Weißt du, das kommt nur vom Trinken. Ich habe gar keine Ansprüche auf Polen. Aber ich hole mir das fast noch mehr. Perfekt. Oh, neue Ideengruppe. Wohnen sich Kolonien noch, ist die Frage. Kommt, wann du den willst. Ja, ich guck grad, wo ich hin könnte, aber. Ist ein bisschen dünn hier alles. Ups. Na, wobei, von da unten aus. Ich bin mir nicht so ganz sicher, wie das dann zählt, aber. Mal sehen, ob ich am Schluss zweimal Lacta Sesmoir stacken kann. Ob dann endlich das eine verschwindet. Was schon nicht sein sollte. Ich vermute, es wird verschwinden. Wäre besser. Ne, ich brauche noch ein paar Punkte. So, jetzt muss ich noch globaler Handel irgendwann mal bekommen. Die Beziehung mit Mana verbessert sich um 20,9 pro Jahr. Ist auch gut. Ja. Kann man mal machen, ne? Russland entlass mal Trabzon als Vasall. Da habe ich Ansprüche drauf. Für irgendeine Mission, glaube ich. Nee, vergiss es. Die habe ich nur vorübergehend bekommen, vergiss es. So. Ach. So ist denn mein Verbündeter jetzt mit dem Verbündeter. Endlich habe ich jetzt wieder. Gott. Hm.
Weißt du, warum will zum Henker Vereda hin zum Kunst, weil noch lebt im muslimischen Glauben, mich verbünden? Der Osmane, der Timmy hat gerade angefragt. Ja, geht mir irgendwie halbwegs auch ähnlich. Soll ich auch noch anfragen? Lass mal vielleicht erst mal, sonst krieg ich doch ganzen Kollaps. Also vom Kopf her. So, Tunesien angreifen, da war ja Spiel nervt mit Rivalen. Ja, Tunesien wäre schön, weil dann die ganzen Piraten endlich weg wären. Ja. Was sollte das Mittelmeer, kann sogar mal endlich was anderes sein als ein Piratenhafen. Ach wieso, dann hast du was gegen Piraten helfen. Kann ich noch eine Piratennation werden, mal gucken. Ich würde vermuten, nein. Die Pirate Nations sind schon ein bisschen speziell. Siehe Palem Bang mit seinem Endless 4 Geld. Zum Beispiel. Abgezahlt. Vorerst, ne? Ägypten. Ja, ist halt eben auch das vom der Bourgeoisie. Das, was okay. Ganz gut ist. Gleich weg damit. Ja gut, das hält sich wieder an Grenzen. Ja, und immer Free Enterprise nutzen, dass man einfach 10 Loyalität mehr da lassen und sonst nichts bringt. Das hat überhaupt keine Auswirkungen, außer minus Absolutismus, aber der kann mir jetzt auch erstmal noch egal sein. Ja gut, du willst ja nicht auf Absolutismus gehen, von daher. Ansprüche fingieren, glaube ich. So, irgendwie muss ich sagen, ich verdiene jetzt deutlich mehr Geld seit dem Patch. Ja, ich 210. Inzwischen. Jetzt wollte ich kurz unterbrochen. Ja. Also ich habe das Gefühl, meine Truppen sind billiger geworden. Ich verdiene auch dezent. Ich mache richtig Plus jetzt, das ist ungewohnt. Ich glaube, ich möchte nicht mehr mitspielen. Also wenn ich drauf gucke, würde ich sagen, die Truppen sind eigentlich gleich teuer. Oder hast du vielleicht einen leichten Modifier, der jetzt besser zählt? Ja. Okay. Oh, super, dass ich unterbrochen wurde. Ich bin halt bei plus 66,99 aktuell. Boah. Mal die Druck nach vorne. Ja, ich habe meine Festung auch wieder auf Stand gebracht, jetzt bin ich wieder runter 100 gefallen. Na, besser, ich greife jetzt an. Angeblich ist irgendeiner Provinz von mir der globale Handel aufgetaucht. Ich weiß auch nicht, wo. Stimmt ja, ich kämpfe gegen die Schweiz. Möchte die Schweiz bekämpfen? Alita? Nein, es sagt schon nicht, ich habe keine Ansprüche drauf. Wahrscheinlich hast du ein Event gehabt, einfach wo den globalen Handel gefördert hat. In der Provinz habe ich auch gehabt bei einer von meinen. Eigentlich nicht, aber gut. Ansprüche. Ist ja auch egal. Wo ist ein Kursk? Da ist Kursk. So, hol ich mir mal Elsass und Lothringen oder sowas in der Art. Ach so, du wirst wahrscheinlich angefragt, weil du ja verteidigst. Ja, Österreich ist aktuell nicht in der Lage, irgendwas zu machen. Nein, Comrade, du kannst mich mal, ich beschütze dich nicht. Was? Sie das, was du garantierst, oder? Nein, wegen Verteidiger des Glaubens. Jetzt bist du wohl kein Verteidiger des Glaubens mehr. Das ist mir jetzt auch egal. Auch ich umhin nicht mehr. Nein, Delfine, du würdest immer noch pleite gehen. Das kann man nicht. Freut dich, du das sagst. Du hast ja auch Österreich in den Ruin getrieben. Oh, ja. Ein Sachsen und sich fragt, wie? Wie? Das ist Delfinos ganz spezielles Talent. So. Kann nicht jeder. Geld vernichten. Der könnte jetzt auch noch Russland mühelos in die Knie zwingen. Da kennt er nichts. Okay. Wow, dauert das lang, bis die Truppen nochmal da sind. Hallo. Haben die langsamer gemacht? Sollte eigentlich nicht. Ich habe auf Stufe 3 gestellt, vielleicht geht's ja mit der Anzahl an Leuten besser. Aktuell brauche ich Stufe 2. Mindestens. Okay. Maximal meine ich. Okay, ja. Was jetzt?
Kann ich nachvollziehen. Also Tunesien braucht noch 2-3 Monate. Meine Truppen sind so langsam. Ach übrigens, jetzt kann man auch übrigens Courthouse ist das englische, die kann man jetzt auch überall hin spammen. Die bringen nämlich auch einen Gebäudeslot. Meinst du die Gerichte? Ja. Das war das Wort. Oh, plus 1. Ja. Sehr geil. So, Schönheit im November. Mhm. Sieg. Remember the November. Und ja, ich sehe ja. Hier nicht sehr wenigstens, was du machst. Ja. So. Ich muss da bloß gucken, weil ich habe irgendwie aus Versehen meine Transportflotte geheatet. Die brauchst du noch? Ja. Attrition und so. Das Pop-up kam etwas zu spät. Flotten. So, ganz kleines bisschen. So, mal kurz gucken. Ja. Ich kann aber trösten, ich hab's wieder jetzt funktioniert aufgefrischt. Ich kann wieder Krieg führen, sehr gut. Apropos Stände, weil es gerade aufgehört ist. Ihr habt doch bestimmt wieder zu viel Land. Bei Österreich müssen wir was anderes anfangen lassen. Die hatten zu viel Geld. Das ist richtig, Delfinio. Hast du sehr gut gemacht. Du bist ein sehr guter Ersatzspieler. Ist er dein offizieller Berater geworden? Fliehen. Lied da. Ich lass mich nicht von Delfino beraten, wirklich nicht. Ach, wieso denn? Kann ich auch einfach meine Armeen auflösen und dann Krieg erklären. Ja, danke, jetzt unser Commonwealth, Kosaks. Ernsthaft? Ich find's gerade irgendwie schön, in der Farbstoffprovinz baue ich eine Textilmanufaktur, gibt eine Dukate mehr. Mali, Shadow Knight, jetzt. Was? Okay. Jetzt werde ich angegriffen, weil ich gerade im Krieg bin. Nein, warum sollten wir sowas tun? Also, jetzt ernst gemeint. Also, ja, es gibt hier eh nichts, was man bei mir wegnehmen könnte, von daher. Das hört sich bei dir so negativ an. Mich anzugreifen ist ein Verlustgeschäft. Meine Provinzen haben Negativentwicklung. Du wirst schwächer, wenn du sie eroberst. Nur bei dir ist die Delfinitis, die Krankheit ist da. Auch schon, du erklärst den Krieg, bei mir sitzt Sabaton ein. Okay, das ist auch gut. Wo dann erober ich jetzt mal Tunesien? Ja, wäre auch schön. So, ich hoffe, ich kann mir beide Provinzen gleich nehmen. Nicht, dass die dann zu weit ausgebaut sind. Also in 90 Tagen habe ich wieder genug Schiffe. Oh,